Tag auch. Heute soll es nicht um Taschenlampen gehen, wie diese wunderschöne Victorinox-Taschenlampe, die ich letzte Woche gefunden habe. Zwar geht es auch hier um Licht, aber nicht um Taschenlampen, sondern es geht um die Victorinox-Leitmesser. Und da insbesondere um die 91er-Modelle. Da die Klassikmodelle, die 58er, davon habe ich kein Leitprodukt. So, dann fangen wir mal an mit den Produkten bzw. den 91er Modellen, die ich mir der Reihe nach gekauft habe. Hier haben wir das Spaten mit besonderen Griffschalen, Spaten Light. Hier mit dem Ducati Griffschalen. Ich finde, die sehen super klasse aus. Deswegen hatte ich es mir eigentlich auch gekauft gehabt, wegen den Griffschalen. Das ist wie ein Spaten, sprich es hat einen Korkenzieher, es hat die Bohrstich- und Nähale, es hat eine kleine Klinge, eine große Klinge, den Flaschenöffner, Schraubendreher groß, Büchsenöffner, Schraubendreher klein. Also ein ganz normales Spaten. Dazu haben wir dann tatsächlich hier, wie man sehen kann, das graue Teil hier, eine kleine LED-Taschenlampe. Nicht sehr hell, aber direkt am Messer eigentlich relativ, ja, nützlich. Ja. Aber wie gesagt, dafür werden die Leitmodelle aber auch um einiges teurer als ihre Pendants ohne Leit. Ja, und wie ihr seht, hier haben wir den Taschenlampenkörper und damit auf der anderen Seite, das nicht frei bleibt, hat Victorinox hier bei diesen Modellen den Kreuzschraubendreher, den Philips Schraubendreher gesetzt. Ja, der ist wie bei allen Victorinox Modellen sehr nützlich, sehr gut, auch hier mit einem 90 Grad Stopp. Hier haben wir also das Spatenlight. Wir haben noch das Huntsmanlight. Und wie gesagt, die Modelle entsprechen ihren Pendants ohne Light. Nur eben halt, dass einmal hier die Taschenlampe dazu ist. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir hier den Philips Kreuzschraubendreher. Wer das Huntsman nicht kennt, das sind die Spatenwerkzeuge plus eine Schere, eine Säge. Wir haben hier einen kleinen Schlitzschraubendreher nochmals, den Pakethaken. Und bei diesem Modell sind es die Plusschalen, sprich Kugelschreiber, Zahnstocher und Pinzette. Und dann haben wir noch das Traveler Light. Das Traveler Light, das habe ich nicht. Das ist das Modell mit den mit der Uhr dran. Also wie gesagt, dieses Modell habe ich nicht. Ich habe mir jetzt vor kurzem das Cybertool Light besorgt. Das ist ein ziemlicher Klopper. Ich sage euch sofort die Abmaße. Also wie gesagt, ein 91er Modelle. Da ist jedem bekannt, wie lang das ist, nämlich 91 mm Klingenlänge. Das ist alles hinlänglich bekannt. Was hierbei dann halt ja, noch interessant ist, ist das Gewicht. Das ganze Teil wiegt 177 Gramm, also kein Leichtgewicht mehr. Und jetzt kommt es, das ist das, was eigentlich das Ding am meisten unhandlich macht. Das ist die Dicke. Da haben wir 32 mm. Ja, das ist amtlich, das ist schon eine Wahnsinnsdicke, wie ihr sehen könnt. So richtig gut liegt das nicht mehr in der Hand, aber es geht noch. Also so ein Teil, so ein Klopper. Ich glaube, der Swiss Champ dürfte
in etwa genauso dick sein. Das sind keine Messer mehr, die ich normalerweise verwende. Das ist mir zu dick. Die habe ich nicht in der Hosentasche, trage die privat überhaupt nicht bei mir. Ja, ich kann hier das Maximale zeigen, was ich mit mir rumschleppen würde, auch privat. Da haben wir hier das Craftsman. Das ist ein 6-Layer. Craftsman ist wie das Handyman. Der Unterschied zwischen den zwei Modellen ist hier. Das Handyman hat hier einen Korkenzieher, aber hier am Craftsman anstelle des Korkenziehers haben wir den Kreuzschraubendreher. Ja, das ist mit allen guten Werkzeugen ausgestückt, die man so eigentlich braucht. 6-Layer für mich das Maximum an Dicke eigentlich. Eigentlich. So, das habe ich mir aber nicht für mich privat gekauft, sondern für die Arbeit. Ich bin der Besitzer des Cybertool 34, das ich für die Arbeit sehr viel genutzt habe, weil ich diesen wunderbaren, tollen, also für mich sehr nützlichen Bithalter habe, mit diesen unterschiedlichen Bits, der hilft mir sehr. Einziges Problem bei mir auf der Arbeit ist, dass ich oft an Stellen arbeite, wo man eben halt mit einer Taschenlampe arbeiten muss, um das Richtige zu sehen, wie man da dran dreht. Und dann müsste man eben halt mit der zweiten Hand eine Taschenlampe halten. Ja. Aber das ist oftmals, weil man die sich zum Halten braucht, des Materials oder was weiß der Teufel. Die zweite Hand wird oftmals gebraucht, da ist das mit der Taschenlampe nicht so gut. Und ja, ich habe mir Ersatz besorgt gehabt von Gerber und habe mir dieses Tool gekauft, was die Besonderheit hat, auch einen Bithalter zu besitzen. Wie ihr seht, ja. Aber hier oben eine Taschenlampe, die in der Richtung des Bithalters, also für mich das wichtigste Werkzeug an dem Messer, geht so, dass man Beleuchtung und die arbeitende Stelle an einem Punkt hat. Finde ich sehr nützlich. Nur halt ist dieses Gerber ja nicht so der Hit. Ja, wie ihr seht, der Bit ist auch schon kaputt gegangen und ja. Wie viel Messer soll ich noch mit mir rumschleppen? Also, wie gesagt, das ist so nicht der Hit. Nicht schlecht, aber nicht der Hit. Aber zum Gerber kommen wir später nochmal. So, dann gibt es ja eben halt das Cybertool Lite, das genauso bestückt ist wie das Cybertool 34, was für mich sehr, sehr nützlich ist auf der Arbeit. Nur eben halt mit Lampe. Und wie wir gelernt haben, muss man ja auf der anderen Seite was haben. Hier ist es dann die Lupe. Gut, die brauche ich nicht sonderlich, schon gar nicht auf der Arbeit. Aber das erstmal hingestellt sein. Und auf der Arbeit ist halt eigentlich dann doch egal, wie dick das ist, was ich in der Tasche habe, beziehungsweise wird das dann sowieso am Gürtel, in einer Gürteltasche getragen. Aber jetzt haben wir den Bithalter. Und ich kann die Taschenlampe einschalten und habe den gleichen Effekt wie beim Gerber. Ja? Nur eben halt, dass ich hier eine Bombenqualität habe von Victorinox. Direkt einen Bithalter integriert. Auch hier beim Cybertool, wie gesagt, die Bits sind dann immer ausgearbeitet beide Seiten. Hier haben wir dann praktisch einen Kreuzschraubendreher, der etwas größer und hier ein ganz kleiner. So dass wir recht viel Werkzeug nützlich klein immer dabei haben. Und wie gesagt, privat würde ich mir das Teil nicht in der Tasche packen. Das ist eine Nummer, aber wirklich eine Nummer zu groß. Ja? Während ich damit in der Tasche, in der Hand noch super klarkomme, das hier in der Tasche schon gar nicht, in der Hand. Es geht gerade noch so eben. Ja, aber wirklich nur so eben. Ich stelle noch mal kurz die Werkzeuge vor. Wir haben hier die üblichen Verdächtigen. Ja.
Flaschenöffner großer Schraubendreher, Dosenöffner kleiner Schraubendreher. Die Lupe, wie gerade erwähnt, die Taschenlampe, der Bithalter, der Bithalter und die Bits. Dann haben wir hier eine Zange. Ja, das ist kein Leatherman, kein Swiss Tool, aber für kleinere Arbeiten sehr tauglich. Ja, das ist kein Spielzeug. Also wie gesagt, da kann man schon was mit anfangen. Aber Endhülsen kann man hier auch quetschen. So. Schere. Große Klinge. Kleine Klinge. Korkenzieher mit diesen Brillen. Schraubendreher. Eine Nadel. Hier der Pakethaken. Also ich bin auch der Meinung, da sollten die Leute sich von Victorinox mal was anderes einfallen lassen, weil also Pakethaken, wer braucht so einen Scheiß? Also ich nicht. Und ich kenne nur wenige, die das brauchen. Hier dann noch die Stechbohrnähale. Und auch hier haben wir dann die Plusschriftschalen drauf mit Pinzette, Kugelschreiber und Zahnstocher. Ja, das soll es dann gewesen sein. Als nächstes Video kommt bei mir ein Review über das Spyderco Manix 2, das ich auch schon eine längere Zeit habe. Und da möchte ich euch gerne meine Erfahrungen und meine Eindrücke von dem Messer wiedergeben. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Ja, tschüss und noch einen schönen Sonntag. Ah, apropos, da ich ja jetzt das Cybertool Light habe und dieses Gerber nicht mehr brauche, ja, kann einer von euch das gerne haben. Für lau. Also das soll nichts kosten. Ich sende demjenigen das zu. Kostenlos natürlich. Und fertig ist die Kiste. Was sollt ihr dafür tun? Oder wo sind die Bedingungen? Ja, nicht viel. Ihr müsst 18 Jahre alt sein. Und schreibt mir in den Kommentaren einfach rein. Einen lustigen, guten Grund, warum gerade ihr das Gerbe bekommen sollt. Und ja, wir haben heute Sonntag, nächste Woche Sonntag gebe ich dann dem bekannt, der das gewonnen hat. Entscheiden werde ich das, nicht per Los, sondern einfach ich, was ich am witzigsten oder am lustigsten oder am besten finde von euren Kommentaren. Ja? Ich habe jetzt nicht so viele Leute, die sich meine Videos anschauen, von daher ist es gar nicht mal so schwer, da zu gewinnen. Und ja, es ist nicht schlecht. Ist ja auch von Gerber. Also, und diesen Bit, da bekommt ihr bestimmt im Internet schnell und kostengünstig Ersatz, beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch andere Bits. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf das kleine Gerber hier, Taschenlampe ist sogar tauglicher als die von Victorinox, dann schreibt mir einen Kommentar, warum und weswegen ihr das haben wollt. Am besten lustig. Und ja, dann soll es euer sein. Dann sage ich mal tschüss. Man sieht sich.